egal, schwarz oder rot. Dann habt ihr Corona, macht mal. Schwarz gewinnen, ihr dürft gehen, was ihr wollt. Ihr bleibt Schäfer auch noch ganz spät. Alles gut. Ja, gut. Alles gut. Thomas! Thomas! Geh allein!
Timo Gladacker, Captain vom FC Wittlingen, 2-6 beim FC Tingen verloren. Brutal, oder? Ja, wie war es auf dem Platz? Noch brutaler? Schmerzhaft. Aber im Grunde genommen verdient. Wir haben einfach zu wenig gemacht. Nach vorne wie nach hinten. War dann zu einfach für Tingen. Ja, sind wir selber schuld. Und jetzt fahren wir mit leerer Hand heim. Entscheidend im Moment war, glaube ich, 3-1 kurz vor der Pause, weil das 2-1 machen, dann könnte man denken, zweite Halbzeit könnte noch mal was gehen, oder? Man nach dem Anschlusstreffer einmal denkt, gehört, jetzt nehmen wir das mit den Halbzeit. Dann kommt die Halbzeit raus und dann ist halt mit dem Halbzeitpfiff 3-1 gefallen. Aber ehrlich, aber passiert. Passiert, gell. Mein Ding hat das 11. Spiel, 11. gewonnen. Sensationelle Serie. Wie sieht man das jetzt so als Verfolger? Winkt man denn jetzt noch ab? Oder? Mein Tingen macht gute Arbeit jetzt, sind sie es auch verdient, oder? Dass sie da oben stehen mit dem Abstand. Man, mir als Absteiger vor der Landesliga war es mir schwierig, jetzt wird der Arztpass an die Liga. Wir gucken jetzt, dass wir eine gute Runde spielen, ob es das dann noch mit dem Aufstieg da wird. Oder? Ist schnell lang, oder? Man sind 11 Spiele. Ja. Gar nicht schwätzen. Sehen wir uns noch im Pokalfinale da. Okay. Jetzt haben wir eine Walze weg. Okay. Finale. Das ist mal der Plan. Okay. Und dann sieht man sich hoffentlich im Finale. Ja, mein, trotzdem. Wenn man jetzt heimfahrt nach so einem Spiel, was nächste Woche haben wir da Heimspiel, oder? Ich weiß nicht, was auf dem Programm haben nächste Woche. Ist eigentlich auch wurscht, aber jetzt muss man schon noch mal wegen über Bücher gehen die Woche, oder? Nach so einem Spiel, oder? Ja, man muss uns alle selber in der Vogel. Jeder weiß, was er schlecht gemacht hat, was er verbockt hat, wo man dran schaffen müssen. Das reicht halt nicht. Also gut. Wenn die Art und Weise kickt, dann hast du nicht verdient können. Das hat man halt gemerkt. Ja. Also, wünsche auch trotzdem eine gute Heimfahrt. Danke dir. Ja. Heutige Heimspiel gegen Wittlingen. Ergebnis nachher deutlich 6-2. Ich denke auch in der Höhe verdient. In der ersten Halbzeit tun wir uns schwer, haben die ersten 15 Minuten, kommen nicht ins Spiel. Auch Wittlingen mit einer guten Chance, glaube ich, nicht mal nach 2 Minuten. Tun uns eigentlich in der ersten Hälfte doch schwer, kommen nach 25 Minuten gut ins Spiel und dann haben wir eigentlich die Möglichkeit, viel höher zu führen. Eigentlich das Ergebnis schon oder das Spiel eigentlich schon in der ersten Halbzeit zu entscheiden. Danach war es eigentlich nur noch Kampf und Ball laufen lassen, offensiv spielen. Gut, wir sind zufrieden, konnten durchwechseln, jeder bringt seinen Einsatz, also hochzufrieden. Danke. Thomas Maschek, gratuliere 6-2 gewonnen gegen den FC Wittingen, gegen den Verfolger. 11. Spiel, 11. Sieg, Meisterschaft, oder? Dankeschön, erst einmal. Ja, jetzt läuft alles super, also ich kann nichts mehr sagen. Okay, aber seid ihr schon Meister? Nee, oder? Ist zu früh? Nein, ist gar nicht, oder? Also ich 18, 19 Spiele, also ist viel zu viel. Ja, das kann alles passieren, oder? Ja, mein Thomas, du hast 2 Tore geschossen heute wieder. Es läuft super für dich. Jetzt haben wir die Nachricht bekommen, du willst in die Winterpause gehen. Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Das ist schon ernst. Ja. Das ist einfach, irgendwann ist alles bei Ende. Du bist bei 10 Jahre hier jetzt, oder? 9 Jahre. 9 Jahre. Also jetzt kommt ein bisschen anderes Leben. Okay, was Grund ist Fußball? Grund ist Familie, Sohn und einfach, ich habe sowieso so viel Schmerzen schon. Also. Okay. Ich bin froh, ich kann was anderes machen. Also wirst du jetzt nicht noch Profi in Tschechien oder so? Nein, gar nicht. Okay. Ich auch hingehe und fertig. Aber du wirst den Pass in Tingen behalten, das heißt in der Rückrunde wirst du ein oder andere... Ich komme immer so, schaue und... Nimmst Kick schon aber mit, oder? Weiß nicht. Ich glaube nicht. Aber wenn es dann im Sommer wirklich klappt mit der Meisterschaftsfeier, bist du dabei, oder? Ich bin dabei. Und wenn es nicht klappt, bist du trotzdem dabei. Ich denke schon, ja. Thomas, noch vielleicht ein Satz zu Tingen, 9 Jahre hier. Du bist damals gekommen, es waren 3, 4 Landsleute von dir. Erst 4 oder 5, oder? Genau, du bist der letzte Mohikaner aus Tschechien. Aber ja, warum bist du so lange in Tingen geblieben? Gibt es einen Satz, wo du sagst... Das ist eine lange Geschichte, ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen. Das ist einfach, ich habe geblieben, wegen vielleicht Arbeit oder ein bisschen Erfahrung, neue Sprache gelernt und jetzt ist Zeit nach Hause. Der Verein? Ja, das bleibt drin. Also jetzt ist aber Zeit nach Hause gehen. Okay, Tschechien wartet auf dich. Wo gehst du genau hin, Tschechien? Jetzt Prag oder Suren, überall. Überall? Überall, ich bin viel beschäftigt nachher und so. Aber der FC Tingen wird schon ein wichtiger Teil in deinem Leben bleiben, oder? Bleibt im Herz, ja. Okay. Dann wünschen wir dir bis zur Winterpause noch viele schöne Tore. Der Freistoß haben wir gesehen auf unser Video, der war drin. Nori Bächle hätten dann veredelt, oder? Okay. Halbes Tor für den Nori. Ja. Thomas, alles Gute für dich, bleib gesund. Dankeschön.